24 Stunden in Wien. Einer meiner besten Freunde aus England kommt mich besuchen und das ist Justin. Wir werden ein bisschen auf den Prater gehen, werden das Wetter genießen und am Ende des Videos werden wir lecker Schnitzel essen gehen mit der kompletten Crew. Das ist eigentlich dieses Schnitzel, das ich nicht im Video zeigen will, damit es geheim bleibt. Aber. Holt euch Popcorn, viel Spaß mit der Folge aus Wien. Ich hole einen meiner besten Freunde heute ab, Ladies and Gentlemen. Der kommt aus England hierher geflogen. Es war die letzten 4 Wochen ungefähr wirklich purer Sonnenschein, also wirklich. Schau dich das an. What the f***? Alles fit? Ich geh zu Mario jetzt. Gehst zu Mario? Yeah. Alles klar. By the way, das war Sebastian, der beste Kater Österreichs. Ab geht's zum Flughafen. Herzlich willkommen am Wiener Flughafen. Ihr werdet es nicht glauben, Ladies and Gentlemen. Justin, my brother from England, is coming. Ja, der wird mich jetzt besuchen. Er ist heute hier, morgen hier, ich weiß nicht wie lang. Er kommt nicht wegen mir, er kommt wegen der Hochzeit. Dafür bin ich ihm eh sauer, aber kein Problem. Und ich hätte rechts fahren müssen. Damn! Where you at, Justin? Where you at? Justin! Was geht, mein Boy? Wenn ich Leute vom Flughafen abhole, ist immer peinlich. Big Man. You good? 20 Minuten später. Kann ich mir checken? Hä? Friseurtermine. Ja, das auch. In Deutschland musst du auch immer Schulterblick machen und so. Ja, das war in England, wenn einer Fahrrad fährt, dann schreien alle, du. Oder so, Fußgänger werden nicht beachtet. Du drehst einfach, weißt du? Also ja. Es ist so deren Schuld. Oder Fahrrad. England ist anders, Bro. Ich bin schon viel unterwegs. Justin, ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen auf meinem Balkon. Wir werden noch ein bisschen Private Time hier mit diesem. Wie oft sehen wir uns im Jahr? Zweimal. Mal der Mann und ich in unserer Jugendzeit. Wir waren wild unterwegs, als wir jung waren. Wir sind jetzt beide 22. 2 Stunden später. Ladies and Gentlemen, wir zeigen diesem Herrn jetzt Vienna. Der Mann ist am Start. Was also er zeigt was geht uns beiden wie. Genau, er zeigt uns beide Wien. Wie oft warst du schon in Wien eigentlich? Ich war seit 8 Jahren nicht mehr. Ach so, okay. Aber ich war sicher 3-4 Mal schon da. Okay. Aber nur wegen Basketball halt. Und dann der Mann ist Profi-Basketballspieler. Eigentlich wollte ich ein 1 gegen 1 machen, ihm kurz erziehen so. Aber hab mir dann gedacht, lass ich, weil Randy's ein bisschen... Wäre peinlich für dich. Justin ist heute gekommen. Es hat wirklich komplett geschüttet, war schlechtes Wetter. Wir waren jetzt gerade beim Sport. Herzlich willkommen in meinem Hausgym. Justin liegt am Boden, der chillt kurz, macht eine Pause. Alan mit am Start und Mr. Tim Gabel. Spaß, Randy Gamble. Randy Gabel, bitte Sinn machen. Und jetzt schaut euch das an. Wow! Oh. Oh. Was ist das? Ist sie hier drin, Bruder? Ist sie drinnen? Boah, Junge, Bruder! Mach Fenster auf! Ist die da hinten noch? Ja, warte ich. Fahr! Randy ist eine richtige Snitch. 37 Sekunden später. Hat sie gestochen? Nein. Nein, aber das war ein Kampf. War Biene oder Wespe? Biene. Ja, Biene. Ich habe aber gedacht, dass Bienen die sind, die so wie Helikopter fliegen können. So, was sind das dann? Keine Ahnung. Siehst du, das ist nämlich eine Biene. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen am Prada. Das ist so Oktoberfest, ganzes Jahr. Nicht Oktoberfest, ich habe ein bisschen übertrieben. Einfach so Volksfest, würde ich sagen. Wir schauen jetzt mal alles, was wir hier machen. Ich weiß nicht, was wir hier alles machen, aber wir werden auf jeden Fall was machen. Sag mal, auf dem Prater oder im Prater? Im Prater. Boah, Freefall Tower, Bruder. Den machen wir nicht. Warum? Keine Chance. Ja. Schnick, schnack, schnuck. Rock, Paper, Scissors, Shoot. Ah! Hey, langsam. Du tust mir weh. Dann geh dazu dich. Ja. Alles schön. Mach nochmal, Bruder. Nicht einmal komplett rum. Lava. Ich schwöre. Alles schön. Mach du doch. 200. Bitte, dreh dich jetzt nochmal durch. Ja, schon wieder einmal rum. Dann machen wir da, der ist genauer. Ja, machen wir. Ja, der ist genauer jetzt. Okay, komm. 1-0 für Randy. Schon. Also ich sag so, wie es ist. Wenn ich diese Challenge verliere, dann habe ich keine Ahnung vom Leben. Die werde ich safe gewinnen. Was für eine Ausrede hast du? Sag nochmal. Ich hab so Verletzungen. Oh mein Gott, der war nix, Bruder. Cristiano Ronaldo! Sui! Sag. Ich habe euch gesagt, beim Kick, Randy.
Okay, ich werde es niemals gewinnen. Video kann jetzt auch so 60 Minuten werden, sorry Leute. Lass dich nicht ablenken, Bro. Lass dich ehrlich nicht ablenken. Ich bin einfach nur hier. Ja. Oh, wer macht hier 500? Ich weiß nicht. Wir haben geschummelt, alle Bälle auf einmal reingenommen. Okay, geworfen. Ich bin dran. Oh, fuck! Ey, der hat sogar gezählt! Aber wir können einfach... Was wir beide zugeben können, im Gegensatz zum Rekord sind wir beide Scheiße, Digga. Aber das ist unmöglich. Ja, ich glaube. Das geht gar nicht. Die Person, die hier den Rekord aufgestellt hat, melde dich. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich habe daneben geschlagen. Bruh. Nee, hast du nicht, aber Bruder, du hast zu wenig Einsatz gezeigt. Ich sag dir so, wie es ist. Ich werde das nicht so verlieren. Ja, genau das. Und ich will, okay. Oha, Bruder. Ich glaube, das ist. Sag, wenn ich nochmal kann, ich kann schon mehr. Aber weißt du, mit weniger. Lass erstmal den König jetzt. So, es hilft. Boah, ich werde jetzt alles gegen nur zu schlagen. War der heftiger als deiner? Ich hab den Rekord aufgestellt. 784. Oh, krass. Warte. Ey, ich schwöre, ab jetzt heißt du Tor. Und du hast den dicksten Hammer, mein Freund. Ey, können wir ganz kurz darüber reden, wie es vorher das Wetter ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht? Andere Welt. Wir könnten noch Dosen werfen, wir könnten Rosen schießen. Pfeil und Bogen ist krass. Hast du schon mal geschossen? Ja, du? Ich glaube nicht. Aber lange her, also als Kind. Weil, ja, kann sein, bei mir auch als 12. Okay, ich gebe zu. Vielleicht gestern. Kann auf jeden Fall auf jeden Ballon hier schießen, den man sieht. Wie schwer ist es, Chef? Wie schwer? Nicht so schwer. Kannst du einmal vormachen? Okay. Oha! Das ist easy! Die Spitze, ja? Wo ist er rein? Boah, das blau, ist aber. Gell? Ist schwer? Weißt du, was dein Problem war? Du hast zu lange so gehalten auch. Ja. Yeah. Oh! Was das ist nicht schwer. Der ist in schwarz. Wir werden nicht einen Luftballon treffen. Der Mann schießt ins Universum. Wo hast du hingeschossen, Bruder? Dort neben den rosanen. War das knapp. Hier holen wir keinen Sieg. Wie auch weiter, es ist leicht. Ja. Also macht alle drei, ist leicht, Bruder. Es fühlt sich voll nach so einem Abenteuertag an, bin ich ehrlich. Drei Bälle, alles abräumen. Come on. Bruder. Das sind einfach so zusammengenähte Socken von irgendwelchen. Ist zu schwer. Reise übrig. Perfekt. Der Mann. Aber einer ist zurückgekommen. Ja. Du hast vier Bälle gehabt und hast drei Bälle. Du liegst auf jeden Fall nicht mehr vorne jetzt. Du hast ja auch nicht gewonnen. Ich habe gewonnen, ich habe mehr als du abgeräumt. Ich war näher dran bei der Scheibe, zählt auch nicht. Keiner. Du liegst leicht vorne, es ist trotzdem Teil. Schlechter Deal, aber mach mal schon. Ja. Da, Ladies and Gentlemen, Tichy, da fahren wir jetzt hin, für euch. Und für dich. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im 10. Bezirk. Perfekt. Jetzt zeige ich euch ein kleines Geheimnis. Mir wurde gesagt, ich soll das nicht verraten. Ich habe es auch erst vor kurzem rausgefunden. Aber Tichy hat ein kleines Easter Egg. Einen Bereich, den nicht jeder kennt. Zumindest kannte ich ihn nicht. Ich war ein, zwei Mal schon bei Tichy. So, nicht jeder kennt ihn auf jeden Fall. Der ist ganz cool. Ich zeige euch den jetzt. Ihr seht hier diesen Bereich außen. Dann seht ihr die Schlange hier. Und dann hier rechts. Er sieht unauffällig aus. Weiß nicht jeder. Gibt es noch einen Eingang. Und dann bist du in kleinen Milano. Kennt nicht jeder, aber ist geil. Also jeder Wiener sollte das eigentlich wissen. Sei ehrlich, wie geil. Sieht so krass aus. Ich finde irgendwie, man vergisst hier, dass man in Wien ist auf jeden Fall. Gell? Ja. So fühlt sich so jetzt nach Paris, Milan irgendwie an. Das ist von mir ein persönlicher Tipp an euch da draußen. Das ist mir egal. Ja, ich klär das mal. Ich ruf mal dort an und frag. Spaghetti-Eis ist hier auch geil, Alter. Ich feier das, ist lecker hier. Warte. Schweinsbratenknödel. Jetzt pass auf, Bro. Probier das. Ganz kurz, bevor meine Hand oben ist. So. Perfekt. Ist geil, gell?
Das ist krank. Oder? In der Mitte ist Marillenmarmelade. Und die Eiscreme ist auch sehr geil, oder? Schon, ist schon so sehr sahnig einfach. Ja. Vorsicht. Spaghetti. Und diese Außenschale ist so, ich weiß nicht, von der Konsistenz passt irgendwie geil dazu. Das ist geil, gell? Boah. Spaghetti ist auch krank. Einzige Problem ist beim Spaghetti-Eis, die machen sonst Rosinen und so Gelee rein, so unnötig. Jeder, der nach Wien kommt, muss auf jeden Fall sowas mal probiert haben, in meinen Augen. Was geben wir 1 bis 10? 11. 11 ist schon hart. Und wie Wiener? Ich würde sagen so 8,5. Ich gebe dem Ganzen auch, ja, ich würde sogar eine 9 geben, ich finde es geil. Wie kann man die zum Mitnehmen nehmen, oder? Ja. Ist es Katastrophe, wenn man Schnitzel ohne Pommes isst? Nee. Mach ich vielleicht. Kartoffelsalat mit Kürbiskernöl, Bruder. Boah, ja, Game Changer. Genau. So, Ladies and Gentlemen, wir kommen langsam zum Ende des Videos. Wir gehen jetzt nicht zu Meisel und Schaden, sondern wir gehen zu Scorpik and Lohn. Ja, ich habe gerade angerufen auf Randy Gamble. Schon einmal her da. Grüß euch. Hallo. Hi, grüß dich. Was glaubst du, was ich für uns bestellt habe? Schlüssel. Nee. Wie geht's? Ich bin Lukas. Alles gut. Justin. Hey, was ist das hier? Hey. 20 Minuten später. Ladies and Gentlemen, schaut euch diesen Tisch an. Dieser Mann hier muss Wiener werden. Wann ziehst du nach Wien? Er sieht aus, als ob er gerade auf dem Boot stehen würde. Ja, Orlando Bloom, Alter. In England sagen die immer Johnny Depp. Ich dachte erst Jack Sparrow, aber eigentlich ist es Orlando Bloom, Alter. Ein Engländer probiert wieder Schlitze. Ist alles in Ordnung dabei? Alles super, danke. Noch ein Getränkewunsch? Gerade nicht, nein. Noch nicht. Magst du was Wein, irgendwas haben? Ja, irgendeinen, der gelben Muskateller sehr ähnlich kommt. Sauvignon Blanc, gut für den Mann. Der Mann Sauvignon weiß es noch nicht, aber ist gut für ihn. Soll ich dir vorher einen Probeschluck bringen? Oder? Nee, alles gut. Sorry. Bon Appetit. Cheers. Und das ist krass. Das ist richtig krass. Sei ehrlich? Ja, schön. Weil das Fleisch verschwindet im Mund, Bro. Mhm. Und Panade, alles macht Sinn. Es war ja Lukas seine Empfehlung, hierher zu gehen. Wir wollten eigentlich zu 2 anderen Spots gehen, aber... Lukas, wie lange warst du hier nicht mehr? 2-3 Jahre? Sowas, ja. Das ist eigentlich so dieses Schnitzel... War nicht letztes Jahr? Waren wir? Klar, mit Rana und Burak. Ah, stimmt. Ah, perfekt. Danke, Sabrina. Bitte, kein Problem. Das ist eigentlich dieses Schnitzel, das ich nicht im Video zeigen will, damit es geheim bleibt. Oder? Aber der Zug ist jetzt auch abgefahren. Ja. Wow. Also ich muss sagen, eigentlich ist es wahrscheinlich das beste Schnitzel, was ich gegessen habe. Und? Okay. Aber okay. 10 ist halt krass. Also. Aber ich wette, ich könnte dir eine 10 zeigen. Salut. Saluti, 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 saluti. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Kuss geht raus, liken, kommentieren. Ciao. Zu leid. Ist aber mit der Seil nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Der kleine Hund im Auto geraucht, Alter. Der kleine Yasubi. Outfit auf die Doi. Outfit auf die Doi. Ist mal ganz ehrlich zu sagen, auf den Prater zu kommen, in den Prater zu kommen, wie auch immer. FBI, open up! Du hockst hier auf einem Pferd und ich mich auf einem Pferd. Wer schneller ist? Hä? Was? Meine Mutter wüsste, wie ich hier Auto fahre. Jetzt weiß sie es.